So, und da sind wir wieder. Ups, da ist noch einer. Hi. So, und mal gucken, ob wir dieses Mal den Boss hinkriegen. Ich hoffe es einfach. Weil der geht mir gehörig auf die Kochanis. Und da kann er mich auch mal dran lecken. Oieieiei. Und so, jetzt fahren wir erstmal mit. Ich wollte gerade sagen, jetzt müsste er so langsam stehen bleiben. Okay, das Level Down ist sogar vielleicht sogar worth gewesen. Vor allem, weil ich auch super viel Punkte mitgenommen habe. Und deswegen direkt wieder Level Up bekommen habe. Ich brauche jetzt sogar nur so ein, zwei Pünktchen. Dann habe ich wieder mein Level 3. Und solange ich jetzt nicht überfahren werde, ich sollte allgemein jetzt beim Hin- und Herlaufen, sollte ich vielleicht auf die Missile wechseln, so wie ich es auch gemacht habe, damit ich das Level 3 nicht verliere. So. Und oh yes. War das eine Katze? Das war doch eine Katze. Ja, das war eine Katze. Okay. Wie auch immer. Okay. War das der Doc? War das der komische Typ, der uns geholfen hat? Moment. Wir gehen erst hier rüber, füllen uns hier auf. Und dann gehen wir hier hin und save den ganzen Scheiß. So. Ja, ist er. Where why are you here? I see. Misery sent you down here too. Huh. This might be good luck. Arising from misfortune. The island floats in the sky because of some kind of life force. I recently uncovered the location of that life force. Somewhere in the labyrinth lies that life force. If it can't be destroyed, then the function of this island might just cease. Right, about now I think the doctor should surely be in a huge panic. You were sent into the heart of this island. Here, take this. Können wir jetzt fliegen? This little machine will you fly into the air. You can hover while airborne by pressing the jump button. Use the sub-screen to equip and unequip the booster. Woo, I thought I was in big trouble the moment I caught air. But thanks to that I was able to see you. Looks like with this I've used up my last bit of good fortune. Best of luck. Moment. Ist er jetzt auch tot? Push while airborne to boost limit time. Okay.
Achso, ich muss den Jump-Button aber erst einmal loslassen. Zack. Ich meine, ich hab da ja nicht so ein Teilchen. Aber das ist jetzt endlich mal eins, was ich permanent nutzen kann. Und auch während ich eine andere Waffe habe. Ha! So. Oh. You made it! I've been waiting for you to get here all the time. This time. Wie bist du da hingekommen? This is a rock. It's moved. If this rock is moved, we can continue onwards to the labyrinth exit. Rumor has it that there's a creature lair up ahead. Be prepared for anything. Well, then let's move this boulder to the side. Hold that and then... can't you grab and hold closer to the end? So, let's go. Oomph. It won't move at all. Maybe it's impossible to move with only the two of us. Oh yeah? Weil ich weiß, wer jetzt kommt. Also da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass der jetzt kommt. War klar. Hey, it's you! So you are alive. And on top of that, you two are trying to escape from the labyrinth. Shouldn't you be resting instead of trying to make an escape, Remember that you can't defy the master anymore than I can. Fine then, I'm ending this. Just stay here with the rest of the scrap metal. Oh, this is perfect. You can grab the metal. Ready? Are you two listening to me at all? Also ich ja, sie eher nee. Frauen halt. Das lernst du auch noch, wenn du in das Alter kommst. Aber keine Sorge, Stimmbruch hast du ja schon. So, ist nicht tragisch, das ist nur die Missile. Wo wir ein bisschen was an Erfahrung verlieren. Und ich sag mal, so schwierig zu dodgen ist der nicht. Zack, zack, zack. Und. Ha! Defeated Balrog. Okay, mal wieder. Defeated. Again. Und again, und again, und again, again. Möchte ich mal anmerken. I will move the rock for you. But in return, keep the fact that I had moved it for you a secret. Don't you worry. Here goes. Got it? Me helping you guys. It's our little secret. Right. He might actually be one of the good guys. Glaube ich auch. Oh! Okay. Erstmal save. Wir haben jetzt Super Missile oder was? Okay, das sind Eier wahrscheinlich. Hilft ihm jetzt? Das wäre cool. Das wäre wirklich cool. Die hilft mir wirklich. Kann die kaputt gehen? Okay. Der ist protected gegen Ähm
das hier. Also zumindest seine Schüsse. Also gegen diesen, keine Ahnung, Tigerkopf oder was soll das sein? Gegen das, gegen die dritte Form des Messers. Stay Moon. Oder seine Schüsse. Sehr schön. Ups! Ich bin ja jetzt echt zweimal drüber gerannt über die Stacheln. Moment, ich kann da drüber hoppern. Ich kann seine Schüsse nicht zerschießen. Sehr schön. Das ist Max, das ist Max, das ist Max. Okay. Ja, lassen wir sie mal machen. Und ich habe wieder vergessen, dass ich hammern kann. Das muss mir noch in den Kopf rein. Dass ich dafür nicht die Waffe brauche. Moment, warte. Warum kann die eigentlich durch die Stacheln rennen? Und ich nicht. Das war blöd. Ich wollte aber unbedingt da unten die Erfahrung haben. So. So, zack, zack, zack. Irgendwas, was noch nicht voll ist? Ich glaube nicht. So, du und hallo. Und zack. So, den müssen wir so ärgern. Machen wir das mal. Nutzen wir mal unsere neue Waffe. Damit die nicht nur angammelt im Schrank. Im Sinne von, ja, wir haben sie halt. Das passiert bei mir ganz oft, dass ich dann bei meiner Standardwaffe bleibe. Obwohl die andere viel, viel stärker wäre. Aber weil die dann halt begrenzt ist oder irgendwie sowas. Das ist bei vielen Sachen bei mir so. Und okay. Ich mach mal das Ding so kaputt, würde ich sagen. Okay, 20 Punkte gab das. So. Zack, zack. Moment. Zack, zack. Ach, komm schon. Jetzt fangen wir den einmal kurz wieder zu Ende auf. Okay, wir lassen sie das einmal machen. Weil ich komme da sowieso nicht hin. Ich komme da leider wirklich nicht hin. Okay. Zack. Leben. Leben ist gut. Max. Ja. Achso. Okay, Moment. Ich brauche unbedingt irgendwie so ein Schild gegen Stacheln. Also gegen Stacheln wäre der auf jeden Fall praktisch. Muss ja nicht gegen alles sein, aber irgendwie gegen Stacheln oder sowas. So.
Du musst das ja immer noch nicht benutzen, um... Ah, komm. Ist egal. Zack. Und erwischt. So, wo müssen wir lang? Ist hier ein Secret? Okay. Und... Ach so, okay, die können mir sowieso nichts. Ich dachte immer, die schädigen mich trotzdem irgendwie. Und ja, es sind zwar nur Eier, aber glaubt mir, im Computerspiel geht einiges. Da können euch zum Beispiel Esskastanien, die euch ans Knie rennen, umbringen. Zack. Hab ich euch. Komm da unendlich raus? Ich bin mir da unsicher. Aber lieber ist es mir, wenn da begrenzt viele rauskommen. Und ich nehme auch an, dass da nur begrenzt viele rauskommen. Sonst könnte ich mir da ja zur Not die Dings voll machen. Den Raketenwerfer. Kann ja auch nicht richtig sein. Also nicht nur Raketenwerfer, sondern dann kann ich mir alles mit Erfahrung voll machen und Leben wieder voll machen. Also das wäre, glaube ich, nicht Sinn und Zweck des Ganzen. Und hoch und hoch. Lass mich mal raten, ich kriege gleich irgendwas, dass ich mich im Wasser auch normal bewegen kann. Okay. Und zack. Alles voll? Alles voll. Haben alles voll. Moment. Okay. Auch da. Vor allem die Speicherpunkte haben abgenommen, finde ich. Also am Anfang war ja wirklich alle, was weiß ich, 5 Meter war ja ein Speicherpunkt. Ja, okay. Das Level Down habe ich auch verdient. Just a button present. Cool. Die kurze erstmal weg. Okay, wo geht's hin? Ah, der Labyrinth-Shop. Cool. So, einmal safe. Hast du was zu verkaufen jetzt diesmal? A witch named Jenka locked us in here. It's not like she hates us. The reason she put us in the labyrinth is to protect some kind of secret kept in here. But we Gaudi have a bad memory, so we forget what we were protecting. Sorry. So. Das heißt, ich bin wieder hier, ja. Okay. Ihr wisst doch noch, wer ich bin. Ja, so, alles voll. Dann würde ich sagen, da wieder rein. Kurz nochmal abspeichern. Und safe. Wo ist die kurze? Da ist er.
wollte gerade sagen, also ich wollte jetzt nichts sagen, bevor die jetzt nicht, bevor ich das nicht getestet habe. Ist das ein Boss? Ne, das ist ein ganz normaler Gegner. Okay. Vorsichtig sein. Vorsichtig mit den Gegnern hier sein. Okay. Und... erledigt. Sehr schön. Hat der mir Schaden? Nee, hat er nicht. Hat ihr 5 Schaden zugefügt? Okay, ja, das ist zu trash. Are we still in the Labyrinth? Ich glaube, das dürfte so ähnlich wie der Anfang sein. We can't pass through here. We are going to have to keep moving forward. Erstmal bewegen wir uns nach oben. Ich mag das Jetpack. Ich wüsste trotzdem gerne, ob die alle tot sind. This is a strange place. Was it some kind of base? Vermutlich. Open Blast Door, ja. Okay. Nummer 4 hat eine Mail Function. This Blast Door is only opened halfway. I think it must caught on something. Okay. Moment. Ja, aber wie komme ich da dran? Weil das wird ja irgendwas sein, was ich haben will. Denke ich. Moment. So. Okay. Okay, also ich kann auch hier den Fahrstand nicht wieder runterdrücken. Okay. Und jetzt? Blast door after blast door. There's something behind all the crazy security. Don't you think so too? Oops. Okay, Moment. Okay. Okay, das bringt also auch nichts. Nochmal zum Terminal. Das kann durchaus sein. Lower Lift? Ja. Der links, ne? Ja. Sehr schön. Lift lowered. Okay.
Und zack. Open Blaster. Jupp. Bleib bitte da. Sie rennt eh durch. Oh, doch nicht. Hätte ich jetzt erwartet, dass die Kurze da durchrennt. Und dann passiert irgendwas. Das wird sowieso noch so passieren und sie ist trotzdem durchgerannt. Das ist hundertprozentig ein böser Roboter. Ich guck mir schon mal das Schlachtfeld an. Moment, bevor ich das mache, gehe ich speichern, damit ich hier den ganzen Mist nicht nochmal machen muss. So, ich habe alles auf 3. Ah, Moment. Achso, da komme ich ja auch so durch. Und dementsprechend, wie das Ganze jetzt weitergeht und wie der Boss aussieht, der da auf jeden Fall kommt, das seht ihr aber gleich erst im nächsten Part. Also, haut's rein.